Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Deo Minecraft, zurück zur Review-Serie und zwar die 9. Folge Minecraft, intelligenter Bahnhof plus Reichweiten, verstellbare TNT-Kanone, benennt sich die Einsendung, die heute der Zufallsgenerator aus der Liste ausgespuckt hat von Endermare HD. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgeschrieben. Ausgesprochen? Er hat ihn ja richtig hingeschrieben. Und er hat angegeben, ein YouTube-Kanal, der natürlich in der Videobeschreibung, so wie der Twitter von Endermare HD, oh, ich bin so schlecht im Aussprechen, verlinkt ist. Und wir gehen einfach mal rein. Ich habe mich jetzt natürlich nicht vorbereitet, weiß natürlich nicht, was mich erwartet, außer das, was gerade im Titel angepriesen worden ist, so wie das, was er in der Beschreibung schreibt. Und es gibt hier ein paar Sachen in der Welt zu erkunden. Geht die Sonne unter? Ja, sie geht unter. Also mache ich mal mein obligatorisches Timestamp. Ich habe keine Permissions. Das ist ja Unverschämtheit hier, also normal. So geht das. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir beliebig bis zum Ziel erweiterbar. Ach so, das wird wahrscheinlich der intelligente Bahnhof sein, um den es hier geht. Was schreibt denn der Gute? Geschrieben wird, der Bahnhof ist in der Lage, Ziele auszuwählen und wenn es die Weiche anderes eingestellt sind, wird der Knopf blockiert und das Minecart losfahren kann. Die TNT-Kanone kann ohne das CC-System 400 Block schießen. Mit dem CC-System kann die Reichweite einstellen. Also kurz, okay, alles klar, schauen wir uns das selber an. So, das scheint der Bahnhof zu sein. Flipflop deaktivieren, Ziel reset. Wenn Lampe leuchtet, Flipflop deaktiviert. Knopf, okay, ich drück mal 3. Ja. Nichts passiert. Muss ich auf den Knopf drücken? Kommt ein neues Minecart? Ich drück mal hier drauf. Flipflop deaktivieren. Ziel reset. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ganz klappt. Was ist denn los hier? Aber wir sind ja ein Redstone-Kanal. Wir versuchen mal zu gucken, was denn hier passiert ist. Beziehungsweise warum das nicht klappt. Hier sind überall Knöpfe, die wahrscheinlich irgendwelche Sachen machen. Moment, pass auf, wenn ich jetzt mal... Ach so, vielleicht muss ein Minecart auch mal vielleicht da stehen. Das könnte auch mal sein. Wenn ich einen Knopf drücke, was passiert, wenn ich einen Knopf drücke? Strom läuft hierher. Hierhin. Hier runter. Daher. Geht dann daher. Hierher und dahin und toggelt das Flipflop an der Stelle. Irgendwie komisch. Also lieber Endermare, falls du das gerade siehst, erklär doch mal in den Kommentaren, warum das jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert. Aber ich glaube, die Weichenauswahl, die funktioniert. Also wir wählen mal Ziel Nummer 3 aus und gehen mal ins Minecart rein. Ich weiß jetzt nur nicht, warum das Minecart nicht kommt und wir fahren bei dieser Nummer ab. Okay, wir merken uns, bei der Nummer abgefahren, lassen das Minecart mal stehen, um zu überprüfen, ob denn das hier alles so funktioniert, wie wir es wollen. Ziel reset. Backen ein neues Minecart hier hin und drücken auf Knopf Nummer 2 und drücken auf diesen Knopf und schauen uns, wir sehen, wir haben schon wieder einen anderen Ausgang, das ist schon mal gut, das heißt, die Technik funktioniert ja, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon so hier, nein, die Technik funktioniert. Ich sage so ungerne negative Worte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jemand, der nicht so gerne sagt, ey, das ist scheiße, das funktioniert nicht. Nein, ich möchte ja gucken und man sieht ja, hier hat sich jemand Mühe gegeben und die Zielsuche funktioniert. Nur ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum da gerade kein Minecart stand da. Lieber in der Mama, da musst du nochmal nachgucken, dass das vielleicht ein Bug war oder was auch immer, aber es funktioniert und das ist so eine coole Idee. Und allgemein finde ich die Idee nicht schlecht, beim Bahnhof erst das Ziel auszuwählen. Was cool wäre, wenn du die Lampe da oben leuchten lassen könntest, sodass klar ist, welches Ziel ausgewählt ist. Und was der Knopf macht, weiß ich auch noch nicht so ganz. Der Knopf aktiviert wieder hier ein Signal. Der Knopf lässt das Minecart losfahren. Genauso wie noch was anderes. Auch das Ding lässt ein Minecart losfahren. Oh, ich verstehe es nicht. Also, egal. Nicht schlimm, aber nichtsdestotrotz, Technik funktioniert. Erstmal eine coole Idee in der Hinsicht. So, und was ist denn die TNT-Kanone? Die möchte ich natürlich auch nochmal eben bewundert haben. Die Zahlen sind die Codes für die Reichweite. Ah, okay. Wo kommt denn der TNT raus? Da kommt er rausgeschossen. Okay, wir machen mal die Reichweite auf 1. Gibt es jetzt irgendwo einen Knopf, wo ich die Kanone starten kann? Ah, cool, hier sogar. Oh, das ist gut gemacht, das ist nicht schlecht. TNT nicht im Wasser.
Hebel, um weit zu schalten. Okay. Ich glaube, also ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Ah doch, Moment. Oh, ich kenne mich mit TNT-Kanonen zu wenig aus. Also ich könnte mir denken, wenn ich jetzt mal was vermuten dürfte, dass hier TNT hingesetzt werden sollte. Das ist bestimmt ein ziemlich blöder Fehler, den ich jetzt hier mache. Okay, machen wir uns erstmal so. Ich gucke erstmal, was passiert. Und Feuer. Oh, ist das ein Benutzerhandbuch? Habe ich ein bisschen zu spät gelesen, ne? Ja, habe ich ein bisschen zu spät gelesen, das Buch. Ups. Stell erst die Reichweite ein, sonst wird das Projektil nicht gezündet. Aber ich habe doch die Reichweite eingestellt. Seltsam. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich geben muss. Wenn ihr sowas baut und ihr es mir schickt, dann gibt eine ausführliche Bedienungsanleitung. Auch wenn ihr Gefahr laufen müsst, dass ich diese Bedienungsanleitung nicht lese. Ihr müsst die Sachen idiotensicher machen. Deshalb bin ich auch im Freizeitpark in meinen aktuellen Projekten immer darauf aus, die Sachen so, zum Beispiel ein Schild, bitte nicht aussteigen, so oft hinzuschreiben wie möglich. Das ist einfach idiotensicher. Also ihr seht, ich bin manchmal ein Idiot. Zumindest stelle ich mich hier gerade idiotisch an. Und ja, also das muss so sicher sein, dass ich damit klarkomme. Wenn ich damit klarkomme, dann ist es gut. Dann kommen auch andere mit klar. Ansonsten sehen wir erstmal, hier hat sich jemand viel Mühe gegeben. Ich finde die Idee cool, dass man hier in die Kanone reingeht und dann so richtig, ähnlich wie in Star Wars da, der Todesstern, dass man hier sagt, Feuer, dann gibt es hier mit Notenblöcken, blinkt nicht, die Lampen fangen an zu blinken. Das ist echt cool umgesetzt. Und wenn ihr euch diese Welt nochmal selber angucken möchtet, könnt ihr den natürlich selbstverständlich jetzt downloaden. Und Endermere, falls du es guckst, dann schreibt nochmal bitte kurz, was da genau schiefgelaufen ist. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao. Und wenn ihr auch was einsenden möchtet, klappt doch einfach mal die Videobeschreibung aus und lest, was da so steht. Ciao.